Versuch meiner Installation zunächst Custom ROM Jellybean. Das muss ich mal eben selber nachlesen. Das nennt sich die RevoMax 2012 ROM 412 Jellybean vom 7.7.2013. So, die Wipes habe ich ja vorhin schon gerade gemacht. Das heißt, wir machen sofort Install Zip from SD Card. Und los geht's. Von Rookie RS, da hatte ich ja schon mal was. Das hatte ja nicht so gut funktioniert, da wollen wir mal gucken, ob das diesmal besser funktioniert. Ich hoffe ja. Auf jeden Fall habe ich ja gerade schon gesagt, werde ich diesmal versuchen, nur die allernötigsten Apps drauf zu machen. Und hoffe, dass es dann flüssiger läuft. Ich habe ja leider meine letzte Version ziemlich zugeknallt. Und dann fing selbst ICS an rumzuspacken. Jetzt am Ende hatte sogar die DRX-ROM 1.8, die sonst immer super stabil lief, hat angefangen, ich habe mal nachgeguckt, der Speicher intern, da waren teilweise nur noch 8 oder 18 MB frei. Und so hat sich bei meiner Tour, wenn ich gelaufen bin, beziehungsweise mit dem Fahrrad gefahren und wollte dabei Musik hören, hat sich der Musikplayer immer abgeschaltet. Komischerweise hat das gestern beim Joggen noch funktioniert, heute beim Fahrradfahren hat es total versagt. Dabei kann ich mich nicht aktiv erinnern, dass ich irgendwie noch was Größeres geändert oder installiert hätte. Aber ich habe nochmal nachgeguckt, ich hatte extrem viele Apps drauf. Naja, daran muss er schon irgendwie gelegen haben. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal versuchen, ein sehr schlankes System zu bauen. So, die App, die ROM ist installiert. Jetzt werden wir mal rebooten. Gucken wir mal, wie das so aussieht. Mein Bootpack ist noch da. Das habe ich übrigens von Chris aus dem China Mobiles Forum. Oh, das ist schon wieder so eine gefakte Samsung-Geschichte. Scheinen ja irgendwie mittlerweile alle auf den Trichter zu sein. Was mir vielleicht besser gefallen würde, wären komplett mehr oder weniger nackte Versionen. Die Google Apps könnten ruhig drauf sein. Aber ansonsten vanillamäßiges Android ohne großen Schnickschnack, wo man keine Probleme mit Speicher und so weiter bekommt. Obwohl ich immer noch fürchte, dass die Speicherproblemchen, die ich immer so habe, mit daran liegen, dass ich hier ja nur 512 MB habe und b, dass die Jellybean-ROMs alle wahrscheinlich irgendwie von 1 GB Hauptspeichergeräten portiert wurden. Habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Und mittlerweile bin ich auch auf dem Trichter, ich werde mir in nächster Zeit das nächste Phone bestellen. Das wird wahrscheinlich ein S4 Legend oder ein S4 Spark. Auf jeden Fall irgendwas mit 1 GB und Quad-Core. Ich frage mich, warum er jetzt schreibt, App 62 von 88 wird optimiert. Das müssen dann schon vorinstallierte sein, weil auf meiner alten Version habe ich nichts drauf gehabt. Ich hatte schon alles gewiped. Das wird interessant. Wenn da schon 88 Apps vorinstalliert sind, das wird sehr traurig werden, was die Performance betrifft, fürchte ich. So, jetzt wird erstmal der Anmeldebildschirm kommen, dann werde ich wieder meine PIN eingeben müssen. So, aber er startet schon mal in Deutsch, das ist schon mal recht interessant. So, das Ganze ist natürlich komplett wieder im S4-Style. Mit einem S4-Wetter-Widget, diesmal nicht so ein schönes wie bei der letzten Version, das sieht so ein bisschen angepasst aus. Statt hinzufügen, machen wir mal zum Spaß. Das wird da wahrscheinlich nicht funktionieren, weil jetzt keine Internet. Doch, es funktioniert sogar. Oder auch nicht. Aber er hatte komischerweise Dortmund erkannt. Ah ja, auf jeden Fall. Gucken wir uns mal erstmal die Benachrichtigungsleiste an. GPS machen wir mal aus, das brauchen wir jetzt nicht.
Ja, das ist wie immer diese vorinstallierte Geschichte hier, die ja eigentlich recht praktisch ist. Gefällt mir hier mit dem guten Helligkeitsbutton, das kann weg. Ja, so, gucken wir mal in die Systemeinstellungen. Noch läuft das Ganze ja relativ flüssig. Kernel 3.4.0, wie bei den meisten Jelly Bean Versionen. 4.1.2, ja, Modellnummer vergessen wir mal ganz schnell. JB Build, bla 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 bla, 9500S, das ist nicht ganz richtig, aber egal. Es läuft ja. Schauen wir uns mal die Entwickleroption an. Naja, das sind die kleinen Entwickleroptionen. Na, geh mal so raus. So, also bisher sieht das jetzt nicht. Ja gut, der hat diesen Battery Styler drin, das ist ganz lustig. Also ein bisschen ähnelt es mittlerweile der ersten SGS4 ROM. Das hätte ich natürlich noch zeigen müssen, wie das aussieht mit dem mit der Performance und so. Interessant wird es jetzt, also jetzt läuft es ja noch ziemlich flüssig. Aber ist ja auch von meiner Seite noch nichts drauf. Auch das läuft gerade jetzt ziemlich flüssig. Schauen wir mal, was da so an Apps vorinstalliert ist. AutoClear, das wird wohl wieder so ein interner Speicher. Naja, da macht er es einfach mal so, zack. Dann ein Browser, das ist wohl der Stock-Browser. Gucken wir uns mal kurz an. Ja, das ist durch der Stock-Browser sein. Ist ja auch gut, kann man benutzen. Clevere Anrufannahme hatten wir ja auch schon mal. Dann Galerie. Mal schauen. Es ist wahrscheinlich, ja, ist die normale Android-Galerie. Gmail, Google, Videoplayer, Kamera. Welche Kamera ist das? Die alte. Light. Ich hatte letztens mal übrigens bei der Mod GS4 ROM geguckt, da hatte die also diese Taschenlampe unheimlich viele Zugriffe auch aufs Int durfte SMS verschicken, alles. Also die hat mal sofort runtergeknallt und ich fürchte, das wird hier auch so sein. Also wenn ihr sowas drauf habt, immer als erstes runterschmeißen. Musik, das sieht ja nach dem Player Pro aus. Nee, das ist. Ja, was ist das? Komischer Player. Findet auch jetzt irgendwie nichts. Der Play Store, Quick Office, Rebooter, Rechner, ein FX-Programm und das war's soweit auch schon. Telefonfunktion mal angucken. Boah, normal Jellybean würde ich mal so behaupten. Mal die Widgets angucken. Ja, auch das übliche. Ja, schön. Gut, da werde ich jetzt mal das Ganze mal einrichten, so schlank wie möglich. Und werde mir dann mal anschauen, wie das Ganze so läuft. Und dann werde ich es wahrscheinlich enttäuscht wieder runterschmeißen, weil das Ganze für meine Verhältnisse wahrscheinlich viel zu langsam läuft. Aber werden wir sehen. Ich werde mich dann so circa in einer Woche nochmal wieder melden. Ach, guck mal, hier haben wir auch wieder diesen S4 locker. Mal gucken, ob der genauso schlecht reagiert. Ja, das ist dieser Loser locker. Da trifft mal wieder nichts, der fliegt auch runter. Wie gesagt, dann werde ich mich in der Woche oder in ein, zwei Tagen wieder melden und berichten, wie das Ganze so abgelaufen ist. Bis dahin, danke für euer Zugucken und viel Spaß mit eurem Hero 9000 oder was für immer ihr Gerät ihr gerade habt. Macht's gut!